Und damit blicken wir nach Moskau zu Christoph Wanner. Guten Morgen, Christoph. Warum hat Verteidigungsminister Shoigu diese schmutzige Bombe angesprochen? Was steckt hinter diesem Vorwurf? Also Shoigu sagt ganz klar, dass die Ukrainer an einer schmutzigen Bombe arbeiten, das heißt an einer Bombe mit radioaktivem Material, und diese eventuell zünden, um Russland zu diskreditieren, um das Russland in die Schuhe zu schieben, mit dem Ziel, etwas gegen die stärker werdende Kriegsmüdigkeit im Westen zu tun, um den Westen aufzurütteln, damit die NATO, die Amerikaner, die Europäische Union auch weiterhin die Ukraine finanziell tatkräftig unterstützen und auch Kriegsgerät liefern. So ungefähr ist die Lesart hier in Moskau. Und dagegen gibt es dann Kritik, wie zum Beispiel vom Institute for the Study of War, einem amerikanischen Think Tank, einer amerikanischen Denkfabrik. Und die sagt, die Russen würden nichts anderes versuchen, als Keile zu treiben in die NATO, in die Europäische Union, Angst zu schüren und eben die Zweifler dann auch zu nähern in der NATO, die da sagen, das ist alles viel zu heikel, wir müssen aufhören, die Ukraine zu unterstützen. Solche Stimmen will angeblich, wenn man dem Institute for the Study of War glauben darf, Moskau forcieren, so ungefähr in diese Richtung gibt es. Und dann gibt es noch auch eine Kritik von Ivan Zhdanov, das ist ein Mitglied aus dem Team des Oppositionspolitikers Alexei Nawalny, der ja hier inhaftiert ist, Nawalny, in Russland. Und der sagt, dass die Russen eben wahrscheinlich selber so eine schmutzige Bombe zünden, um das dann den Ukrainern in die Schuhe zu schieben und um einen Vorwand zu haben, um anschließend zu taktischen Atomwaffen greifen zu können. Also es gibt da eine ganze Menge an Unterstellungen von allen Seiten. Wer die Wahrheit spricht, kann man überhaupt nicht sagen. Man kann nur abschließend feststellen, dass sobald es an der Front etwas ruhiger ist, eben hinter den Kulissen in Bezug auf die verschiedensten Intrigen kräftig agiert wird und welche Seite da jetzt, gerade wie ich das gesagt habe, die Wahrheit spricht und wo gelogen wird, können wir in Moskau als Reporter nicht mit Sicherheit sagen. Dankeschön, Christoph, für den Moment. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.